Die neuen Arisu Geschenkboxen sind da. Rot oder blau? Für welche Box entscheidest du dich? Unter shop.arisu.de. Eieieiei, ist das hier eine frostige Angelegenheit. Und heute heißt es für uns wieder, oh Gott, wir müssen wieder eine neue Gondel betreten, um eine neue kleine Geschichte zu erfahren. Denn hier oben steht dran, dass es kostenlose Gondelfahrten hier gibt und die sind eigentlich nie so günstig. Aber heute können wir hier mitmachen, denn das hier ist nämlich eine Gondel, die wir heute mit einigen Leuten betreten werden, um gemeinsam eine Geschichte zu spielen. Die letzte Geschichte, die ich gespielt habe, ist wieder so geendet, dass ich der Einzige war, der überlebt hat. Das Problem habe ich immer. Oh, da ist ein großer Junge neben mich eingestiegen. Na gut, okay. Auf jeden Fall wird es jetzt so aussehen, dass wir demnächst die Gondel schließen lassen werden und danach werden wir da hochfahren. Das Problem dahinter ist, ich verstehe nicht so ganz, was wir machen müssen und was noch passieren wird. Dementsprechend bin ich noch ein bisschen am Nachdenken. Aber höchstwahrscheinlich wird der Lift demnächst losfahren. Und da kommt doch jemand dazu. Okay, Angel's Corn, da kommen nochmal zwei Leute dazu. Okay, steigen sie ein. Und die Tür geht zu. Okay, das heißt, oh nein, der eine grüne Typ, der möchte auch nochmal, aber wir fahren schon. Das ist so Dings. So sieht das Gefühl aus, wenn man den Bus verpasst, gell? Na gut, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir hier mal, genießen wir mal unsere kostenlose Gondelfahrt, hä? Oh, schade. Ich habe gedacht, man sieht da ein bisschen mehr. Ich habe gedacht, man sieht ein bisschen... Oh, was war das? Oh, hallo und willkommen zu den eisigen Bergen. Oh, hallo Tori, alles klar bei dir? Das sind also die eisigen Berge. Wir sind ja ganz schön toll angezogen dafür. Mein Name ist Tori und ich werde der Leiter dieses Abenteuers auf diesem Berge sein. Also ja, auf dieser Reise sozusagen. Naja, jedenfalls ist das hier das Basiscamp. Hier wird auf jeden Fall die Nacht verbracht und hier werden wir chillen. Genau. Ja, und übrigens, unser Ziel ist es, den frostigen Berg irgendwann mal zu erklimmen. So, ich gehe hier in das hier rein. Das sieht relativ gemütlich aus. Und hier drin werde ich pennen. Habt ihr mich verstanden? Das ist ein Einzelbett, Einzelzimmer. Es wird auf jeden Fall ein paar Tage dauern, bis wir ganz oben angelangt sind. Was? Ein paar Tage? Was soll das denn heißen? Ein paar Tage ist viel zu lang. Das, übrigens, bevor wir losgehen, müssen wir noch einige Dinge besprechen. Was? Einige Dinge besprechen? Was für Dinge? Oh, boah, die Leute stehen da schon alle an so einem ganz besonderen Platz hier. Kann man, glaube ich, gleich loslaufen. Jemand sollte von euch eine Laterne mitnehmen. Okay, gut, dann nehme ich mal die Laterne. Oh, oder das Mädchen. Ah, ich habe sie mitgenommen. Ich habe die Laterne. So, jetzt haben wir die Laterne und nun können wir in die Kantine gehen. Was, in die Kantine? Oder müssen wir hochgehen? Oder wohin müssen wir gehen? Was ist eine Kantine? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Naja, das ist immer das Problem, wenn man die Sachen übersetzen muss. Warum machen wir nicht diese Videos immer in Englisch? Yo, guys, I got a lantern here. And yeah, it's very awesome and stuff. Ja, okay, egal jetzt. Gut, was soll ich denn jetzt machen? Kantine? Was ist denn Kantine? Ich weiß nicht, was ein Kantine ist. Und die anderen Leute wissen anscheinend auch nicht so ganz, was Kantine ist. Muss ich irgendwas anzünden mit der Lampe jetzt? Anzünden? Was muss ich denn anzünden? Das da unten. Das da brauchen wir. Ich bin ja der Einzige, der hier irgendwas machen muss. Okay, alles klar. Dann können wir jetzt schon mal losgehen auf unsere Abenteuer-Entspannungstour. Okay, dann müssen wir da hoch. Was war das denn? Ich muss hier als Einziger alles aufsammeln. Die anderen sehen so aus, die bewegen sich ja so, als ob die Roboter wären. So, die tun ja gar nichts. Was ist das? Naja, okay. Gut, dann haben wir hier ein kleines Chill-Camp. Oh, der große Junge ist bei uns im Zelt drin. Ja, ich fühle mich wohl. Naja, das ist wahrscheinlich der heutige Platz, wo wir chillen werden. Das ist ein gemütlicher Ort. Schaut übrigens zu, dass ihr vorsichtig auf den Bergen seid. Denn hier gab es nämlich letztens ein paar kleine Unannehmlichkeiten. Okay. Aber neben dem großen Jungen bin ich sicher. Oh, das ist mal ein kleiner Schneesturm hier. Warum sind wir jetzt nachts aufgewacht? Also gibt es dafür einen Sinn so? Schnell! Wir müssen schnell in ein Zelt reingehen, bevor der Eissturm kommt und er uns verletzt. Also wir können tatsächlich also Schaden bekommen durch einen Eissturm. Oh. Tori wurde gerade von einer Eiskugel erwischt. Und er war derjenige, der uns gesagt hat, dass wir aufpassen sollen. Aber selber, ich sage, oh Mann, ich hab ihn gar nicht gesehen. Der Sturm wird immer schlimmer. Wir müssen irgendwie einen Ausweg von hier finden. Wir brauchen irgendeinen anderen Ausweg von hier. Na, was sollen wir dann machen? Sollen wir hier... Oh nein, das Zelt ist kaputt gegangen. Was war das denn? Was ist das für ein Billigzelt? Naja, wir müssen auf jeden Fall schnell irgendwo einen Weg finden, wo wir uns verstecken können. Oh Gott, dann müssen wir da hochgehen, gell? Ah, wir kriegen zu viel Schaden. Ist voll dunkel geworden. Was ist das?
Okay, wir haben es geschafft. Ja, der Blizzard scheint den Eingang irgendwie gebrochen zu haben. Hä? Dieser Tumi-Eyes, dieser Typ, der hat irgendwie kein Bild oben. Naja, vielleicht sollten wir irgendwie durch die Kaverne laufen. Vielleicht finden wir dort einen Ausgang. Also durch diesen kleinen Spalt sozusagen, durch diese kleine Höhle hier. Kaverne, keine Ahnung, wie man das übersetzt. Ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt doch alle Englisch, oder? Schreibt mal alle, ich kann Englisch in den Chat, wenn ihr Englisch sprechen könnt. Das ist gut. Die anderen springen alle an der Seite entlang. Ich würde auch mal sagen, dass ich an der Seite entlang springe. Okay. Aber diesmal sind die Leute richtig gut alle, gell? Wir haben einen Ausgang gefunden. Warum bin ich eigentlich immer am Sprechen? Ich werde hier die ganze Zeit ausgewählt hier. Was? Ah, oh mein Gott. Da sind so Typen einfach eingefroren in ihren Zelten. Oh, der Typ hat sogar davor noch ein Bier getrunken, gell? Wie sieht der denn aus, Alter? Oh Mann, diese Typen scheinen eingefroren zu sein. Ja, die sehen wirklich so aus, als ob sie gut eingefroren sind. Naja, lass am besten eine Fackel nehmen und die auftauen. Glaubt ihr, das funktioniert? Na dann, aber wir brauchen Feuer, um die Fackel zu enthellen. So, achso, wir können die einfach Dings einfach so auftauen. Wir müssen die wahrscheinlich einfach nur auftauen. Aber die, guck mal, die anderen gehen schon alle nach da. Was ist denn da los? Die wollen wahrscheinlich schon weiter, aber wir müssen da erstmal hier das ganze Ding auftauen. So, der eine sagt schon, oh, was ist denn hier passiert? Komm, wir müssen die auftauen. Naja, wir müssen herausfinden, wir müssen herausfinden, warum die alle eingefroren sind und warum die alle eingefroren sind. Hey, müssen wir die andrücken oder sowas? Naja, das letzte Ding, woran ich mich erinnern kann, ist eine Figur, die uns... Was? Lol. Guck mal, wir müssen gar nicht da oben sein, sondern der Typ ist schon aufgetaut hier unten. Wir müssen mit dem hier reden. Die da oben, die bleiben gar nicht. Achso, könnt ihr bitte meine Freunde unfreezen? Okay, jetzt müssen wir hochgehen. So, jetzt haben wir das Ding. Jetzt müssen wir hochgehen und jetzt müssen wir die entfrieren. So, jetzt sind die Dings wieder in Ordnung. Jetzt chillen die da im Schnee. So, der da ist halt einfach komplett so betrunken mit seinen Augen, gell? Danke fürs Helfen. Wir schulden euch wirklich was. Alles klar. Dann haben wir also diese komischen Wanderer, die da eingefroren sind, gerettet. Da war ein Eismonster gerade eben. Es hat alles eingefroren. Wirklich? Oder hast du das einfach nur mit deinen kleinen betrunkenen Augen so gesehen? Sag es der Fackel. Naja, auf jeden Fall habe ich gehört, dass es irgendwie so ein Eismonster hier in der Nähe gibt. Wir müssen irgendwas dagegen tun. Ist das wirklich die beste Idee? Sollten wir nicht lieber nach dem Eismonster schauen? Ich weiß nicht. Ja oder nein? Ja. Ich würde sagen ja. Ich möchte nach dem Eismonster schauen. Oh Gott, die muss man sogar noch auswählen. Oh Gott, gehen wir schauen oder gehen wir nicht schauen? Okay, wir haben uns dazu entschieden, das Eismonster zu suchen. Okay, das heißt also, unser Team hat sich entschieden, das Eismonster zu suchen. Na gut, okay. Alles klar. Ich bin mir relativ sicher, das wird nicht so hart werden. Nach dem ganzen Feuer und dem ganzen Kram. Okay, alles klar. Okay, Jungs, ihr könnt dann schon mal vorgehen. Ich und meine Freunde werden dann hier warten. Na, das habt ihr ja toll gemacht, ihr kleinen Schisser. Jo, Alter, jetzt müssen wir das Eismonster holen. Da ist übrigens eine verlassene Mine dort runter den Weg. Dort werdet ihr wahrscheinlich das Monster auffinden können. Alles klärchen. Gut, das ist natürlich eine gute Sache. Danke übrigens für alles. Viel Glück euch. Alles klar. Gut, können wir hier schon mal weitergehen. So, da hinten ist schon das Ausrufezeichen, was gezeigt wird. Vielleicht können wir so eine kleine Abkürzung hier laufen, wenn wir oben laufen. Oh, das scheint hier eine gute Abkürzung zu sein, so. Ja, das ist eine Abkürzung, wie sie im Bilderbuch steht. So, guck mal. Ergibt zwar gar keinen Sinn, wie ich hier laufe. Oh, ist schon ganz nice. Sodele. Zack. Und das immer. Hey, dieser Platz sieht ganz schön gruselig aus. Was ist das denn für eine Höhle hier? Und hier hat noch gerade eben jemand gemeint. Ich hoffe, Tori ist in Ordnung. Ja, ich hoffe auch mal, dass Tori in Ordnung ist, die alte Socke. Wir könnten das Minecart verwenden für einen schnellen Weg nach unten zum Boden. Ich fahre ja auch schon. Dabei bin ich noch gar nicht so freiwillig eingestiegen. Alter, das sieht mega cool aus. Das Minecart sieht auch mega... Alter, hier ist einfach Lava, gell? Okay, 58 Sekunden bleiben. Diese Sekundenanzeige, die ist ja so... Was? Wo fahre ich denn entlang? Ich fahre hier einfach immer noch herum, gell? Guck mal. Okay, hoffentlich, ich möchte nicht buggen. Jetzt ist einfach mein Minecart verschwunden. Hier ist jetzt die ganze Zeit... Oh, hier geht gerade eine geheime Tür auf. Ah, das ist, glaube ich, ein Secret, kann das sein? Oh, Alter, not a secret base. Hier ist echt eine secret base. Alter, der eine Typ hat mir das gerade gezeigt. Hier konnte man einfach durch den Schleim laufen. Dann ist man in eine geheime Base reingekommen. Wie cool ist das denn, Alter? Das hätte ich ja niemals erwartet, dass hier eine Secret Base ist.
Alter, vielleicht kommt das aber auch erst später in der Geschichte. So, was haben wir hier? Spitzhacke. Haben wir hier einen Stein. Dann hier einen grünen Emerald. Dann haben wir hier eine Puppe. Eine kleine Puppe. Können wir die mitnehmen? Na gut. So, hey, das ist Tori's, Kantin. Sie könnte vielleicht hier sein. Wir haben keine Ahnung, was Kantin bedeutet. Und die Mine scheint wirklich richtig tief zu sein. Ich weiß nicht, was eine Kantin ist. Ich glaube, das ist ein Schaft, ein Minenschacht oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Unter Kantin. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so wirklich heißt. Tori! Wo ist Tori? Oh, Tori, bist du das, Tori? Lass ihn mal aufheizen. Den good old Tori. Guck mal, der schmilzt da sogar. Der gute Tori. Moin, Tori. Und Eisblock ist weg. Wie geht's dir, Tori? Sprich mit uns, du alte Socke. So, aufgetaut haben wir den guten Jungen. Jetzt muss er uns mal erzählen, was hier passiert ist und was es mit dem Eismonster auf sich hat. Hey, danke, dass ihr mich übrigens gerettet habt. Vielen Dank euch. Das ist übrigens derjenige, der von dem Schneeball ganz am Anfang erwischt wurde, die alte Socke. So, ich war übrigens in der Lage, kleines Schutzschild hier zuzulegen, während dem gesamten Schneesturm, der draußen abging. Okay, das heißt also, ich habe übrigens auch diese riesige Eishöhle hier gefunden und es sieht so aus, als ob sie alles, als ob alles hier drin einfriert. Oh Mann, das muss wahrscheinlich von diesen eingefrorenen Typen sein, die hier sozusagen immer reingegangen sind. Wir müssen es schnell besiegen, bevor es alles einfriert. Oh, okay. Das heißt also, wir kämpfen jetzt gegen das Frostherz, oder wie? Das ist das Herz, was uns die ganze Zeit einfriert. Oh mein Gott, es geht los. Hä, aber ich habe schon Schaden bekommen. Okay. An der Decke ist übrigens eine Stelle, die gerade am Schmelzen ist. Denn da drüber ist Lava. Jemand muss da hochklettern und das TNT aktivieren, um dieses Ding zu aktivieren. Dadurch können wir dann die Lava auf den Eiskristall fallen lassen. Okay, ich verstehe. Ich glaube, ich muss diese Aufgabe übernehmen. Ich möchte ein Superheld sein. Los, schnell! Drück den TNT schnell da drauf! Ich hab's gedrückt. Yay! Das sollte funktionieren. Boom! Boom! Und da kommt die Lava runter. Perfekt. Gute Idee. Jetzt können wir den Eiskristall schmelzen lassen. Und dadurch können wir das Eis des Herzes oder das Herz des Eises endlich entfrieren und besiegen. So, der Kern hat ein Eismonster kreiert. Oh nein, wir sollten sie schnell töten, bevor der... Achso, wir sollten sie zum Pool, zum Lava-Pool locken, damit sie hier schmelzen. Ich kann da nicht mehr hin. Derbe ich? Nee, ich lebe noch. Yay, der Kern wurde zerstört. Wir haben es geschafft. Okay, alles klar. Die Lava, Junge, die Lava sieht aus wie so eine braune Suppe einfach. Braune, lecker Hühnersuppe. Oh nein, die Mine scheint zusammenzubrechen. Oh, okay, alles klar. Wir müssen unbedingt einen Weg hier rausfinden. Ich glaube, es geht nach da. Okay, schnell hier raus. Jetzt kommt wahrscheinlich das obligatorische Jump'n'Run. Dass wir schnell hier rauskommen, sonst haben wir ein Riesenproblem. Okay, da geht's lang. Schnell. Über Stock und Stein. Da sagt keine Oma nein. Und los geht's. Okay, schön über die... Oh, das Seil. Oh Gott, das Seil war gar nicht so einfach. So, jetzt da hoch. Und wir sind draußen. Woo! Yeah! Wir haben es geschafft. Alles Klärchen. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Danke übrigens auch mal für euch, dass ihr mich gerettet habt. Ohne euch wäre ich da unten wahrscheinlich für immer stecken geblieben. Danke nochmal. Ach, kein Problem, Tori. Nur beim nächsten Mal sollten wir übrigens unseren Climb jetzt beenden nach ganz oben. Ja, warum nicht, oder? Also, wir könnten schon nach ganz oben, wenn wir jetzt schon eigentlich relativ weit oben sind, ne? Ich meine, wir haben das ja nicht umsonst gemacht, oder? Oder drücken die anderen nein? Okay, wir haben uns dazu entschieden, zu Ende zu klettern. Na dann, guck mal, da oben ist doch schon das Ziel schon fast, oder? Dann müssen wir nur noch ein bisschen hochspringen. Alles klar. Wenn wir uns beeilen, dann können wir noch vor Sonnenuntergang da oben sein. Ja, na dann los, oder? Schnell nach oben, dann haben wir es mindestens geschafft, oder? So ein kleines... Wir bräuchten da irgendwie noch ein Dings, so ein Haken zum Klettern, oder nicht? Okay, wir sind fast da. Schnell. Wir sind nur noch an die Spitze. Oh, cool. Das heißt also, zack, 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 zack. Was ist das denn für ein komischer Stein? Okay. Wir haben es geschafft. Was hat die für ein Gesicht, gell? Wir haben es geschafft. Was hat die für ein lustiges Gesicht, ey? Das sah ja richtig cool aus gerade. Yeah. Okidoki.
Oh Mann, da sind diese Eistypen, die sich nicht getraut haben, sozusagen uns mitzuhelfen. Die sind lieber am Lager geblieben. Die Suppe geht tatsächlich auf den Eis des Kernes. Und das, meine werten Damen und Herren, ist die Geschichte im Eis. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Das war Frosty Mountain, falls ihr es auch spielen wollt. Unten ist der Link in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und...